Na dann, hau rein. Ach so, ich habe ja den Controller. Dann nehme ich den mal in die Hand. Jill, sollen wir uns vielleicht ein Stündchen unterhalten? Nein, geh mal raus gucken, wer da an der Tür klopft. Oh, guck mal, das ist ein Heilspray. Das wirst du brauchen. Ich versuche die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Klar. Halt. Johnny. Total. Machen die denn da? Purzelbaum. Ich finde es genial. Jetzt weiß ich auch, warum die Bremsgranaten. Kannst du nicht nehmen, du kannst die Munition vom. Kannst die Blendgranaten mal benutzen oder die Handgranaten mal nutzen. Wenn du jetzt wegdrückst, bleibt das da liegen. Ja, Kreuz rechts ist die Blendgranate. Du kannst auch die eine Kraut nehmen. So eine Granate ist doch viel besser. Noch mehr Bumm. Achso, ich kann hier gar nichts. Ich mir ganz eine Granate höher gucken, höher gucken. Jetzt. Was denn so weiter? Das war schön. Deck mal die Munition. Ein Haufen Munition hier. Ja, die 117er kannst du mal nehmen und auf die kombinieren mit den 170er. Ja, so. Und jetzt die nochmal mit den 170er. Jetzt kannst du die scheiß Blendgranate noch wegwerfen, dann hast du schon mal zwei Blitze mehr. Achso, ich habe gar keine. Feuer kurz oben. Ach Mann! Was für ein Schalter! Ich dachte, ich soll die nur aufhalten. Die machen die Tür auf. Warte, ich muss nachladen! Ja, nimm mal den Heilspray. Warte, ich muss nachladen. Arschgeigen. Hat er doch gesehen, dass ich nachladen muss. Okay. Ich kann gar nicht Zielfiese daneben schießen. Kann man das normal in Slow Motion haben? Bist
doof. Das Brett, das war schon sehr gefährlich. Nein! Ich hab's drüber stolpern können. Ja, ist ganz toll. War hier nicht irgendwo noch ein Kraut? Was hätte die Säule getan? Die ist gelb. So, okay. Jetzt bin ich auf einen Zombie ausgerutscht. Oh. Eieieiei. Und ihr beschwert euch, weil ich mal eben 5 Schüsse daneben sind. Also ich gebe das nicht alles, das ist viel Arbeit. Mit dem National Eclipse Kamera hier. Mit dem Brett, das kannst du auf jeden Fall klicken. Das war geil. Und tot. Nee, doch nicht. Oh, ich hätte das gedacht. Nee, ich geh jetzt. Ich will hier weg. Ein Sakka, Kraut. Und eine Gürtel. Kannst du dir nachher halt Chill geben? Lass mal das Kraut, genau. Guck mal, schon ein bisschen gesund. Bisschen Thymian gefressen, schon passt es wieder. Okay, wir wollen sie zerrollen. Mann! Wo ist jetzt die Granate hingeschmissen und aus welchen Gründen? Weil wegen Zombies. Jetzt muss ich nur noch auf. Und die Akten hinten stören sich wohl auch. Was? Die Akten stören sich wohl auch, die da im Schrank stehen. Ja. Okay. Das kommt in den Gang. Was? Warum? Jetzt geht die Party erst richtig durch. Boah, ich hoffe, der lässt die Tür zu. Ich würd schon die draußen lassen. Ja, jetzt. Oh, oh nee. Was? Soll ich mit dem Sprengstoff machen? Du sollst sie in den Raum setzen. Geh weg, geh weg! 30 Sekunden für Charlie sind ungefähr so viel wie 2 Stunden für uns. Ach, die hast du gemocht, hä? Dann bist du voll in die Arme gerannt. Sie meint alle. Come to me. Aber die Säule ist jetzt nur umgekippt, weil Charlie vorhin drauf geschossen hat. Und er hat mich abgeknackt an der Stelle. Carlos! Alles okay? Ja, easy. Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Abgewehrt. Abgewehrt. Ich komm zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Bist du da raus? Sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprich mit der Regierung. Sag ihm, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Der hat Gelbsucht. Jo. Boah. Haben die Jill jetzt einfach da gelassen? Oh nee. Ein Glück, dir geht's gut. Gib mir ein Küsschen. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Ah!
Also dem da jetzt die Gürteltasche bitte abnehmen. Schieß bitte! Mein Schatz! Das ist der einzige Weg! Das ist Gollum gewesen. Ja. Hat nur so Ring gefehlt. Wo bin ich? Was ist passiert? Oh, die Spritze. Voll reingeschaut. An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung... Hab ich auch gehört. Ja, Alter, ich glaube. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Wie, was hatten wir denn vorher? Ich hab nicht aufgepasst. Mai? Haben die dann einfach da gelassen? Stimmt. Ne, im neuen Speicherstand. Ich will das auch nochmal probieren. Im neuen. Ja. Ich will das auch nochmal machen. Wenn das interessant. So, was haben wir mit der Guck mal, was haben wir denn? Da haben wir auf jeden Fall das Dreck. Hier können wir nochmal ein Kraut machen, zusammenmixen. Können wir eins in die Kiste klatschen, würde ich sagen. Die ist ja kerngesund, die ist ja heute ausgeschlafen, frisch geimpft. Ich weiß nicht, ob sie schon geboostert ist, das werden wir mal sehen irgendwann. Die hat doch erst die erste Impfung. Kannst du laden. Die Granaten kannst du laden. Steuerkreuz. Rechts. Steuerkreuz rechts. So, irgendwie. Warum nehmt ihr eigentlich nicht die unteren 4 Slots? Was? What? Was? Keine Ahnung. Inventar. Inventar. Die 7 Munition oben auf die 14 Decken. Ja, die eine Munition in die Kiste machen. Da liegt aber auch noch was, also. Das ist auch nochmal. Die Speicherslots sind ja in den oberen 4. Ja, weil die oberen 4 von. Können wir gegen die andere Pistole austauschen. Die oberen 4 hat man ja mit Veteranen angefangen, aber das Spiel ist jetzt auf Ultra Charlie schwer und da haben wir Veteranen geschrieben. 33 Schuss hat die. 9mm Pistole. Ja, du kannst dir aussuchen, ob du jetzt die andere, die einfache Pistole nimmst oder die Schnellfeuer. Also ich würde. Also soll ich die da lassen oder was? Ich habe viel Kunststoff. Ja, man sieht halt nicht, welche Stärke aus den beiden. Also ich möchte behaupten, die untere ist stärker, weil die weniger Schuss da, hat. Ja, 9mm Pistole mit 15 Schuss. 9mm 33 Schuss. 3 Schuss. Die 3 Schuss. Okay, jetzt schießen wir 3 Schuss. Das ist nicht gut für mich. Das ist nicht aber wir haben ja 4 Slots frei. Sollen wir nicht einfach das erstmal so lassen? Das kannst du verstauen, weil du hast die eh nicht mit. Dann lass ich das jetzt so. Gehen wir mal rein, haben wir ein Sturmgewehr für die? Ja, nee. Munition. Doch, ja. Doch, sicher. Doch, hätten wir auch. Hätten wir auch. Na, du willst eh eine Pistole jetzt noch da lassen oder nicht? Nee, ich würde jetzt beide mitnehmen. Okay. So. Ja, also mal in die Lobby. Ja,
Was denkt dann, du hast den Granatwerfer in der Hand, oder? Ey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Ja, gucken wir mal kurz auf die Karte. Und da vorne steht auch noch eine Kiste im ersten Raum. Da ist er. Nimm mal die andere Waffe in die Kisten, Master. Verschießt nicht jedes Mal 2-3 Munition. Ich hab die falsche. Ja, falls ich oben. Dachte, ich hätte die einfache. Okay, so. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, es ist blau, es kannst du gehen. Danke, Coach. Du kannst Schluss aufmachen. Geh zurück. So, ich verzieh mich mal. Ich wünsche euch noch einen guten Abend und viel Spaß und noch beim Zombie-Schnitzel. Alles klar, Kalle, dir noch ein wunderschönes gutes Nächtle. Schlaf gut. Schlaf schön. Träum was Schönes. Viel Spaß morgen mit Charlie bei Red Dead. Ach, machen wir morgen Red Dead? War das schon beschlossen? Du mit Kalle. Ja. Mit Kalle. Ich bin morgen ja. Wahrscheinlich erst ganz spät. Du weißt doch gar nicht, wo du hin wolltest. Ja, ich weiß schon, das wird bestimmt mal. Nein, alles gut. Also Kalle, wenn du Bock hast, können wir machen. Da war ich auch mit dabei, da wäre ich auch mit dabei, wenn ich darf. Da, du hast morgen ein Zock-Date mit Kalle und da. Okay. Okay, Tag, du darfst. Wieso bist du jetzt wieder hochgegangen? Weiß nicht. Du willst erstmal die restliche Lobby und ist richtig so. Geh weiter. Ist richtig so. Hier, guck mal. Ich war irgendwie verwirrt. Ab 17 Uhr hat Tagzeit, ja. So, jetzt geh, stopp, Karte. Geh erstmal links rum. Ich glaube, da war noch ein. Ja, geh erstmal links rum. Da war noch ein Schloss. Jo, ist gut. Morgen. Also, morgen 17 Uhr mit Doc und. Kalle Red Dead Feld. 17 schaffe ich nicht, aber ab 18 würde ich schaffen. 18:30. Ja, ich beeile mich ein bisschen, dann schaffe ich 18. Ja. MG Mac. Mac. Also kriegen Mac. Wir noch eine ziemlich großkalibrige. Wo sollen wir die denn alle hinstecken? In die Pö steckte sich das alles. Alles in die Pö. Connected, das geht nur schief. Ja. So. Karte gucken. Ja, in den Hof kommen ja sowieso nicht. Überall, wo rot ist, guck mal hinter dir in den Raum, kannst du reingehen. Überall, wo rot ist, war noch was zu holen. Oder wo ich nicht rangekommen bin. Irgendwelchen Dingen, Stellen etc. Glaube ich, hier war es auch. Da war was. Auf dem Schrank. Neben den Typen. Das sieht mir nach Nikolais Werk aus. Links. Ja, jetzt hinter dir. Ja, da. Sprengstoff B. Wieso nicht konntest du den denn nicht aufheben? Der stand doch da. Geht am Ende höher. Da ist gut.
Ich kämpfe mal. Das ist ja verbrüllt. Ach so. Okay, das war's. Ach Quatsch. Recht rum. Ich regel das morgen schön. Was denn? Was denn? Hat schon längst ein paar Wissen im Menü drin, beziehungsweise im Kartenmenü. Kopf. Darf ich jetzt eine andere nehmen? Okay, so geht's auch. Einfach mit der Nährungsmine direkt auf den Körper ziehen. Die Schrotflinte das nächste Mal, die ist unten. Ja. Merke ich mir dann, Dietrich, wenn ich in Panik bin, ja, dass ich nach unten drücken muss, in aller Gelassenheit. Nach rechts konntest du jetzt auch drücken. Ah, Explosionsgranaten. Ich drück einfach irgendwas. Ja, das ist das Problem. So, da ist okay, alles weg. Jetzt mal gerade durch. Dann kannst du noch mal. Geh mal im zweiten Flur, also hoch. Wo komme ich denn hoch? Wenn du die Steuerpresse nach oben drückst. Ach so, nein, ich meinte insgesamt. Ma. Geh noch mal runter. Du gehst jetzt quasi vor dir. Durch die Tür. Ach, da das Treppenhaus, ha? Da das Treppenhaus hoch, ja. Also geradeaus da und dann rechts. Links, rechts. Ja. Rechts. Das siehst du schon, da ist nicht mehr. Mehr ist ja nicht. Wo ist Treppenhaus? Aber warte nochmal, geh nochmal gucken. Ich muss ein bisschen Karte im Auge behalten. Alle rot markierten Dinger sind ja noch nicht untersucht. Okay, hier ja, der gut. Innenhof. Sonst ja, ist hier ja nichts mehr. Da müssen wir ja auf dieses. Ja, da müssen wir auf das innere Ding da. Das ist ein Keller. Da müssen wir ja wohl durch, ne? Ich. Ja. So. Genau. Ja, viele Abschnitte, die noch nicht durchsucht sind. Das finde ich ein bisschen. Vor allem hier in dem Abschnitt soll was sein, wo du nichts findest. Hier aber nichts. Da war der Wackelkopf. Ich glaube, da war auch ein Schrank drin. Auf jeden Fall knurrt hier. Nach oben. Auf dem Boden. Ich geh aber spät auf. Der Schrank hat ja nichts getan. Da krieg keine Kinder mehr. Oder von der Kiste, ich ihn, ja, die versuchen wir jetzt gerade zu kriegen. Ich hoffe, dass ich mit Jill, dass Jill dann unter den Haufen durchkrabbeln kann. Boah, ich bin überhaupt nicht angespannt jetzt so. Bist du angespannt? Ne, bin ich ja nicht. Oh.
Okay, hier war nur noch die Blendgranate drin. Oder was? Oder wie? Gesundheit ist okay. Das kann ich nicht kombinieren. Ja. Warte mal, kann ich denn... Nee. Ja, brauchen wir die? Nee, ne? Ich sagen also nicht unbedingt. Jetzt zählt man hier rum. Da bleibt jetzt aber rot, ja? Dark, was hast du denn jetzt gemacht? Was, der bleibt rot, ja. Jetzt wäre ein Screamer. Zur allgemeinen Auflockerung und Wohlfühlatmosphäre angebracht. Ja, ja. Ja, der Raum bleibt jetzt rot. Ja, komm mal, genau ins Inventar. Steck mal die Schrotpatronen. Und du. Ja. Oh ja, werf die. Scheiße, werf die Speer weg. Ich möchte den Raum blau haben. Okay. Nimm die Scheiß. Blendgranate und schmeiß sie irgendwo hin. Nur damit der Raum blau wird. Blau wird, ja. Ja, doch, wenn der Raum blau wird. Oder grün, türkis. Ja. Damit der Raum blau wird. So, haben wir das da auch? Der ist immer noch nicht. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Ich glaube, ich passe da durch. Aha. Die wollten nur eine Arsch-Action haben. Geil. Können wir das nochmal sehen? Hast nicht hingeguckt. Doch, aber ich find's schön. Meine Kiste. Und da ist wahrscheinlich die Lightning Hawk. Ja. Ja, ersetzt die. Oh, die Blendgranate raus. Hau die raus. Ja, kann ich nicht. Nee, ach so, jetzt. Ich muss die so wegwerfen. Garantiert. Kennlos Waffenlager. Mhm. Mhm, so, dein Innenhof ist auch blau. Die war da, aber der Rest noch nicht da oben. Nee. Guck mal, die Waffe hat die volle Munition oder kannst du nachladen? Ne, die ist voll, die ist grün. Mhm. Hast du in der Nähe eine Lagerstätte? Labor oben.
Na, da oben? Nö. Na gut, gehst jetzt bestimmt eh nochmal hoch, oder? Ja. Mal das obere Stockwerk, mal das obere Stockwerk. Hatte ich jetzt vor, warte mal, wie komme ich denn jetzt hier raus? Kann ich, muss ich hier wieder rüber? Ja. Und dann? Warum musst du hier raus? Dann ist wieder die Treppe nach. So, jetzt bin ich da, kann da durch. Ganz rum. Gerade durch. Kommst auf die Treppe drauf. So. Sind wir erstmal wieder oben. Hier im hier Gang ist rot. Immer noch genau irgendwas. Die Ecke ist rot. Warum ist die Ecke rot? Vielleicht. Jetzt haben wir irgendwo so einen Wackelkopf übersehen hätten oder so. Ja, doch. Ich sehe aber nichts, also wenn ihr was seht, ne? Gerne schreien. Also ich sehe nichts. Ich eben auch nicht, das ist es ja. Zählt ja echt der komplette Flur zusammen. Du musst nur, ja, musst du das doch kennen. Ja, aber es ist ja insgesamt noch rot. Meinst du nicht, das gehört... Ach nee. Der eine ist ja auch. Warte. Da. Ja. Tja. Wir wollen in die Wäschekammer. Die ist da. Guten Abend. Guck mal, mach die Beine dreht. Da war hinten auch noch so ein Schloss. Eh kein Platz. Jetzt ist immer noch rot. Okay. Ah, wir haben rotes Kraut noch hier. Du kannst auch das Pflaster nehmen, du bist eh nicht ganz fit. Das Pflaster. Ich nehme mal das Pflaster. Ja. Und blau. So, da ist noch das Behandlungszimmer. War doch hier, ne? Nee. Ein weiter. Hallo. Hallo. So, Behandlungszimmer. Ich bin schon da. Ja. Guck mal, der Dietrich hat jetzt das Ding dran. Wollen wir den wegschmeißen? Meinst du wirklich, einen Dietrich wegschmeißen? Oder schmeißt das Kraut weg. Oder du kannst das Sprengen, die wir herstellen. Ja, gut, komm, dann das Kraut können wir eh nicht kombinieren gerade.
So, ist dann hier leer? Ja. Dann hätten wir noch das Krankenzimmer. Da muss ich da hoch. Da in das. Geradeaus. Ja, aber da vorher mal irgendwas finden zum Ausladen. Ja, Magnum. Aber hier oben. Magnum. Ja. So, staunen. Ich tue jetzt doch mal die weg, weil wir die nehmen. Kannst du von der Sprengmuni mal Einsatzzeug eigentlich wegnehmen? Hast du, guck mal, oben hast du 3x Brand, unten hast du 6x Explosion. Kannst du oben die Munition raushauen? 24, ja. Dann hast du ein Deadlet. Ja. Und mal einmal speichern vielleicht. Weiter. Warte mal, wie lege ich jetzt? Schnellzugriff. Festlegen. Die habe ich in der Hand, alles klar. So, wo will ich jetzt wieder hin? Ins Krankenzimmer. Ins Krankenzimmer, da komme ich aber nicht durch. Ah, nee. Oh. Dass hier noch was fehlt, verstehe ich nicht. Was soll denn da noch fehlen? Bestimmt irgend so ein Wackelkopf nicht gefunden. Gerade zu die Post. Oh ne, das sind Tabletten. Fertig. So, jetzt suchen wir den Wackelkopf-Eingang. Tatsächlich. Ich denke auch, es ist entweder ein Wackelkopf oder irgendwelcher Müll, der da rumliegt. Kann man nur hin und her springen. Da? Zurück? Okay. Ich bleib mal stehen, weil wir haben ja Zeitverzögerung. Schrei, schrei, ja. Ich hab's ja gehört, ich hab's gehört. Ich bleib mal stehen. Links, das ist gerade durch. Ja. Zurück links. Zurück links. Ja, bleib mal hier stehen. Guck mal nach links. Da ist der Durchgang, ist davon durchgekrochen. Das Zeichen da an der Wand zum Fenster. Das Zeichen? Jetzt wieder rechts. Das Zeichen, ja. Was meinst du das? Oder was? Rechts an der Wand. Rechts. Im Gang. Rechts an der Wand. Ja, da kann man runterspringen.
Das ist einfach nur zum Runterspringen. Das ist schön. Genauso wie hier am Fenster. Achso, okay. Gut. Haben wir das auch geklärt. So, aber sonst sehe ich tatsächlich auch hier nichts. Wenn Schrott rumliegen würde, würden wir ja irgendwann jetzt mal dran vorbeigegangen sein. Ist es gar nicht hier, sondern irgendwas zum Abschießen ist. Ja. Ach. Jetzt ist Munition. Oh. Dachte ich eigentlich auch. Aber wir haben eine Claire gemacht. Das ja. Kann sogar wieder runtergehen. Jetzt kann ich hier unten nochmal speichern und dann kannst du. Flatsch voll im Dreck. Hier steht eine Gießkanne. Bin doch nicht, ist ein Leuchter. So, hier rein. Dann, wir wollen... Links können wir... wo können wir lang? Hier. Jetzt habe ich mich schon fast vor dieser Hand erschrocken. Nee, nach oben wollen wir nicht nochmal. Warte. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wie komme ich jetzt hier hin wieder? Wo bist du jetzt? Du musst nach links von dir aus gesehen durch die Tür durch. Oh nee. Ja. Du musst. Geh mal hoch mit der Karte. Nee, so. Ja, da oben lang musst du. Durch das Labor durch. So ein Scheiß. So, jetzt da und dann links. So. Kann ich da nochmal speichern? Ah! Ich renne einfach weiter. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ist Gerbe jetzt taub? Nein. Gut. Abspeichern. So. Sieht Inventar aus. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Sollen wir noch ein bisschen weiter gucken jetzt oder? Ja, komm, geh, renn runter. Renn runter, Keller bist. Da muss ich da durch, da durch, zwei da Türen rechts. Gerade durch und dann. Ja, wenn das gerade, Vieh jetzt nicht kommt. Gerade rechts. Hm.
Ja. Genau. Oh, viele LKWs. Das muss der Weg nach unten sein. Echt? Geht immer Treppen nach unten und sagt, es muss der Weg nach unten sein. Das ist da nicht nach oben, ist es logisch. Da fährst du hoch. Da ist noch was in dem Raum. Ja. Schade, ich hätte schwören können, dahinter ist so ein Wackelding. Ja, die standen eigentlich immer relativ flach, sodass du mit dem Messer locker rankommen könntest. Psst, warte. Ja, hier ist einer, hier ist einer. Ich muss klappern. Gehen wir zurückwärts. Rechts von dir. Da ist er, da steht er auf dem Gabelstapler. So, und dann links hinten war noch was. Da lag noch was auf so einer Kiste drauf. Rechts, 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 dahinter. Ein LKW ist rein. Sprengstoff B und jetzt ist auch blau. Schön. Warum muss ich bei dir aus Synchronstimmen an so ein trotziges Team denken? Keine Ahnung. Vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Gute Frage. Da liegt ein Kraut. Ja, gut. Loch, jetzt kommt ein bisschen wieder. Dann höre ich instant auf. Was? Warum? Wir haben ihn doch schon ein paar Mal besiegt. Hier ist gerade echt wirklich viel zu ruhig. Was? Ausrufungszeichen? Achso, das ist fürs Hochfahren, ne? Ah. Oh, da liegt eine Tasche. Da liegt eine Tasche. Die Tasche. Die Tasche. Links, links, die Tasche. Links. Ach, wir brauchen keine Tasche. Wir haben noch genug Platz. Yeah. So, und einen schönen Brief. Fahrstuhlnotiz. Bla bla bla. Schaltkasten festgestellt. Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator. Sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren. Okay. Also, Sicherung suchen und Hauptgenerator wiederherstellen. So, dass wir nicht aufgemacht haben, den Tresor in dem Krankenhotel. Stimmt. Aber ich habe auch keine Kombination oder sonst irgendwas. Haben wir irgendwas gesehen? Nein. Also ich zumindest nicht. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht. So, haben wir noch hier irgendwas? Rotes Kraut haben wir noch, oder? Ja. Rotes Kraut. Grün. Ja.
Hatte gedacht, wir hätten noch Sprengstoff irgendwie B oder was haben wir jetzt? Wir haben B, ich dachte, wir hätten noch einen in der Kiste. Mal gucken. Ist das oben das Hochwertiges, ja? Ja. Kannst du Hochwertiges. Mac kannst du herstellen auch. Standard. Du brauchst jetzt zwei Hochwertige. Doch, kannst du auch, da hast du noch ein Hochwertiges drin. Ja. Zwei Hochwertige macht Mac-Munition. Ja, würde ich machen, oder? Ja. Dann haben wir nicht allzu viel. Naja, es gibt auch nicht allzu viel. Tiere. Oh. Wirklich nicht viel. Tja. Noch Sprengstoffzeug. Sprengstoff B haben wir jetzt drin, aber wir bräuchten ja A. Dann kann sich Schießpulver zusammen. Egal. Mir ist jetzt alles so ein bisschen egal. Wir könnten Pistolenmuni noch. Na, haben wir ja jetzt ja. Noch 6 Fächer noch. Ja. Also 4 von denen haben wir. Da haben wir noch die. 4. So, ja, gut. Ja, aber ich würde sagen, für heute. Ja. War's das? Ja, ich denke auch. Die werden jetzt nicht mehr reißen. Ja, ich denke, danach kommt jetzt auch wieder eine etwas längere Passage und sowas. Und dann haben wir doch hier erstmal einen ganz guten Abschluss. Würde ich behaupten. Schön war's.